Ich bin zurück. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lasst uns hier zum Guten dienen, Deutschland, heilig Vaterland. Schönen guten Tag hier bei Ziel TV. Ich habe hier so einen Untermenschen aus Sachsen gefunden. Oh, der ist aber cool hier. Schreien doch! Er zwingt mich dazu, seinen Dialekt zu lernen. Hilfe! Nee, du Benno hast mich hier dazu gezwungen! Du hast mir vorne eine Zähne zugesteckt, dass ich dir das beibringe! Nee, es waren 50er, aber egal. Nachdem ihr das jetzt wisst mit der Bestechung von den 50 Euro, wollte er mir noch den ersten Satz beibringen. Dann würde ich sagen, schießen Sie mal los. Komm her, du Latten, jetzt sag ich dir mal, wie man Sächsisch spricht. Du lernst jetzt den ersten Satz von mir und du sprichst 1 zu 1 nach. Okay. Ich bin ein hässlicher Lockenkopf in der Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren, sprich. Ich bin ein hässlicher Lockenkopf mit Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren. Nicht in deiner Sprache, in meiner! Hörst du mal, das Video hier, Mündlinge nach unten und dann wird losgesprochen. Mündlinge nach unten, ne? Okay, nochmal einen Satz bitte. Ich bin ein hässlicher dämlicher Lockenkopf und hab eine hässliche Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren. Ich bin ein dämlicher, hässlicher Lockenkopf, ich hab eine Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren. Nee, lass mal lieber, das wird nicht mit dir. Ich sehe meine Mündlinge ordentlich nach oben, du hast sie nach oben. Du sagst, du würdest dich niemals rauchen, die Mündlinge nach oben zu nehmen. Na ja, ich schlafe auf die Reise. Ne? Willkommen zurück bei CTV. Der Untermensch Sachse hat sich jetzt erhöht und mein Kollege hatte die Schnauze gestrichen voll. Und jetzt versuche ich mein Glück. Also, er will mir jetzt Sächsisch beibringen. Ja, will ich. Der hat mir auch noch mal einen 100er zugeschrieben. Ja, ich meine, das kann ich nicht ausschlagen. Okay, jetzt auch mal ordentlich Sächsisch gesprochen hier. Erst bei den Mündlingen nach unten, damit ich aber sehe. Okay, ich diktiere dir den ersten Satz. Bring ab, 10 Zahlen mit Ziegen, Türen, 10 Zentner Zucker zum Zeitinger Tö. Ich hab nicht einmal verstanden, was du gesagt hast. Hallihallo, zwei Sachsen. 3 Sekunden, okay. Schönen guten Tag hier bei Ziel TV. Ich hab hier so ein. Ja, hässlichen Sachsen gefunden. Oh, der ist aber cool hier. Und? Schön doch. Ja, angeblich mag er mir irgendwie das Sächsisch beibringen, hat er gerade gemeint, aber von ihm hat man ja nicht so viel. Du hast mich darum gebeten, du hast mich bestochen. Du hast mir gesagt, ich soll dir das beibringen. Ja, stimmt, hab ich. Aber das ist nur so eine Info am Rand. Wir können jetzt endlich mal anfangen. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Sprich mal auf! Schnell hinten doch, was kann ich noch so tun? Schönen guten Tag hier bei Ziel TV. Ich hab hier so einen Untermenschen aus Sachsen gefunden. Oh, der ist aber cool hier. Schnell hinten doch! Er zwingt mich dazu, seinen Dialekt zu lernen. Hilfe! Nee, du Benno hast mich hier dazu gezwungen! Du hast mir vorne eine Zähne zugesteckt, dass ich dir das beibringe! Nee, es waren 50er, aber egal. Ja, und wie gesagt, 50 Euro, er wollte mir den ersten Satz beibringen. Bitte schießen Sie los. Komm her, du Lappen, jetzt verdammt mal. Scheiße! Ich musste sowieso lachen, also von daher. Outtake. Das ist noch ein Outtake, dreh einfach weiter. Tritt doch auf ihn, und dann zieh ich nochmal runter. Okay. Ja, nachdem ihr das jetzt wisst mit den 50 Euro, wollte er mir noch den ersten Satz beibringen. Komm her, du Lappen, jetzt trink ich dir mal. Jetzt hör mal. Hallo. Mit einem Video. Du schaffst andere, ich hätte die runter. Ich mach doch gar nichts, du ziehst mich und ich fall auf dich. Halt, versuch dich zurückzuhalten, okay? Oh Gott, das ist am besten. Zum authentischen Outtakes ohne Ende. Okay, nochmal den hässlichen Daddy auf dem Körper. Ist es schon auf Play? Ja, soll. Nachdem ihr das jetzt wisst mit den 50 Euro, wollte er mir noch den ersten Satz beibringen. Mach nochmal. Nachdem ihr das jetzt wisst.
Bist du soweit? Ja! Nachdem ihr das jetzt wisst mit der Bestechung von den 50 Euro, wollte er mir noch den ersten Satz beibringen. Dann würde ich sagen, schießen Sie mal los. Dann ja, wir lassen, jetzt mach ich dir mal, wie man Sex bespricht. Du lernst jetzt den ersten Satz von mir und du sprichst 1:1 nach. Okay. Ich bin ein hässlicher Lockenkopf in Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren. Sprich! Ich bin herzlicher Lockenkopf mit Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren. Nicht in deiner Sprache, in meiner! Hörst du mal? Das bin ich auch! Mündling geht nach Ungene und dann wird losgesprochen! Mündling geht nach Ungene! Okay, nochmal einen Satz bitte. Ich bin ein hässlicher, dämlicher Lockenkopf! Was ist denn das für ein Ding? Ich bin ein hässlicher, dämlicher Lockenkopf und hab eine hässliche Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren! Ich bin ein dämlicher, hässlicher Lockenkopf, ich hab eine Hakennase und ich schäme mich hier zu moderieren. Ja, nee, gut. Du, das, nee, lass mal lieber, das wird nicht mit dir. Ich zieh meine Mündlinge ordentlich nach unten, du hast die nach oben. Du sagst, du würdest sie niemals rauchen, die Mündlinge nach oben zu nehmen. Ja, ich weiß, wo ich glaub, das können wir noch. Moment. Na gut, kann ja schon laufen. Komm mal raus. Willkommen zurück bei CTV. Der Untermensch Sachse hat sich erhöht. Wollte ich nicht noch sagen, mein Kollege hatte die Schnauze voll und jetzt probiere ich das. Sag ich dann auch noch. Mach mal nochmal von vorne. Ja, die Kamera läuft schon. Willkommen zurück bei CTV. Mein Kollege hatte die Schnauze voll. Und jetzt versuche ich mich als Bayerin mal zu versuchen, Sächsisch zu lernen. Herr Untermensch! Wollte ich nicht noch sagen, dass der sich erhöht hat? Vielleicht nicht wissen, wie viele Outtakes du bei deinen Videos so hast, regelmäßig. Sehr viel. Ja, dann versuch extra dämlich zu gucken, damit Lachen leichter fällt. Dämlich gucken muss ich ja nicht. Doch, ich bin ein Sack. Ich guck alle dämlich. Also nochmal rumfahren. Yep. Bereit? Die Kamera läuft schon, gell? Willkommen zurück bei CTV. Der Untermensch Sachse hat sich erhöht. Kollege. Mein Kollege. Okay, okay, sorry. Nur auf Anweisung zu ihm, sie hat's gut gemacht, verdammt nochmal. Ja, ich bin jetzt still. Willkommen zurück bei CTV. Der Untermensch Sachse hat sich jetzt erhöht und mein Kollege hatte die Schnauze gestrichen voll. Und jetzt versuche ich mich mein Glück. Da war aber nicht so schlimm, hätte du das einfach weitergemacht. Ja, das, ich hab schon auf dich, aber egal. Ja, machen wir mal weiter. Also, wer will mir jetzt Sächsisch beibringen? Will ich das? Ja, will ich. Wir haben ja auch noch mal einen 100 auf Tisch. Ja, ich meine, das kann ich nicht ausschlagen. Okay, jetzt auch mal ordentlich Sächsisch gesprochen hier. Auch bei den Mündlingen nach unten, da will ich auch was sehen. So ähnlich. Okay, sprich mir nach, folgenden Satz. Seltsame Ziegen zu euren Zähnen noch zu kommen. Als ob das so einfach wäre. Du hast hier so Bayerisch. Nein. Auf Sächsisch. Nee, das muss schwer sein. Nee, das müssen wir alles normal machen. Das ist ja der Horror. Ja, meine ich ja. Das ist der absolute Horror. Mach mal was anderes. Ich weiß nicht, wie viel man da aufnehmen kann übrigens. Keine Ahnung, ich hab auf Play. Soll ich mal einen Stopp machen? Ja. Okay. Willkommen zurück bei CTV. Neben mir sitzt jetzt der Untermensch Sachse, der sich mittlerweile auf das Sofa erhöht hat. Mein Kollege hatte jetzt keine Nerven mehr. Und jetzt tue ich mal mein Glück. Oh mein Gott, jetzt ist sie auch noch sächsisch. Lass mal sehen, ob sie das hinbekommt. Ich versuch's. Okay, ich diktiere dir den ersten Satz. Erst mal Mundwinkel nach unten. Dann funktioniert das nicht. Also, ich diktiere, bring nach 10 Zahlen mit Ziegen zu und 10 Zentner Zucker zum Zeitinger zu. Ich hab nicht einmal verstanden, was du gesagt hast. Das wird gut als Outtake. Das kann man eigentlich so stehen lassen, diese Ziegen. Ja, das passt richtig. Das kann man eigentlich. Jetzt kannst du eigentlich so als Video nehmen, oder?